Und willkommen zurück zu Conan. Da oben steht der Klausi. Hi Klausi. Hallo. So, wir wollen das Nashorn killen. Ich werde das mal ranlocken. Wo ist es denn jetzt hin? Nashorn? Da ist es. Ah. So. Gucken, ob ich auch treffe. Nein. Auch nicht. Hier ist auch gleich ein Dorf in der Nähe. Ich will die jetzt so ungerne alle ranlocken. Nashorn. Also denk daran, du musst denn direkt mir, ja? Ja, ich komme dann gleich. Wenn ich das. Ich hab's. Hilfe! mal schnell wegpacken, dann bin ich glaube ein bisschen schneller. Ich versuche auch gleich hochzukommen. Siehst du es? Ja. Gut. So. Aber das läuft direkt zu meiner Richtung. Ne, jetzt geht's. Ich sehe es gerade nicht mehr. Vielleicht kann ich auf meine Kopf ausschießen. Siehst du das noch? Schon tot? Nö. Was jetzt? Ich hänge. Das hat mich einmal erwischt. Ja. Es hängt gerade im Felsen. Also von hier vorne treffe ich. Also diese dunklen Nashörner sind eindeutig um einiges stärker. Ja, ich wollte mich auch gerade wieder angreifen. Also, wenn man niedriges Level ist, sollte man den aus dem Weg gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber das andere Nashorn, das ist ja schon fast keine Herausforderung mehr. Weil das hier hält schon etwas aus. So. Macht immer seine Kombinandeutung, wenn ich angreifen möchte. Winde. Immer in den Po rein. Ja, so bleib stehen. Immer noch nicht wegnehmen. Es blutet ja noch nicht mal. Ja, das verstehe ich auch nicht. Obwohl die Pfeile eigentlich immer gut Schaden machen. Ich könnte ja. Keine Ausdauer mehr. Wenn Tanke kurz, denn ich muss mal ganz kurz noch einen Schluck trinken, so. Wenn ich versuche, ich mach's ein Schwert. Jetzt gut jetzt. Oh ja, dann war's bloß ein Bug. Na, ich hab jetzt einmal draufgeschlagen, schon nicht. Es ist. Jawohl, wir haben's! Yeah! Super. Oh, das ging auch fast ein Level hoch, ja. Das gibt echt gute Erfahrung, das Vieh. So, dann wollen wir das mal auseinanderholen. Dicke Haut, noch ein exotisches Fleisch. Naja, ein bisschen dicke Haut gab's. So, wir können ja unsere schicke Aussichtsleiter, die können wir ja noch stehen lassen erstmal, fürs nächste Nashorn. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ja, oder wir können ja sogar den Stamm da hinten angreifen, alle rauslocken und dann hier oben hinstellen. Gut. Aber das scheint ein ganz schöner großer Stamm zu sein, ja? Naja. Wenn wir noch weiter hinten da reingucken. Also hier vorne habe ich jetzt schon eine kleine Wache gesehen von ein paar Leuten. Ja, es scheint ein ziemlich großer Stamm zu sein. Und links daneben ist Kohle. Ja, und da hinten rennen noch ein paar herum. Also, hier sind einige Leute drin. Ich denke mal, ich kann mich auch gut. Ah, guck mal da oben. Wenn du da oben genauer hinguckst, da oben stehen auch Leute mit Bogen. Also, wenn du da genau in die Mitte reinläufst, werden sie wahrscheinlich von links und rechts schießen. Gut, na, wollen wir denn noch ein bisschen Eisen und Kohle holen? Ja. Wir können ja mal in eine andere Richtung, also hier mal geradeaus weitergehen. Hier sind wir noch gar nicht lang gegangen, ne?
Nein, ich glaube nicht. Ah, hier rennen wir auch ein paar Hyänen rum. Eine Stufe aufgestiegen, ja, das ist auch schön zum Leveln, diese Tiere. Aber Patrouille laufen die auch, ja, da rennt immer einer links hin und her. Oh, hast ja schon schön. Jo, dann würde ich gleich mal ein bisschen Kohle noch mitnehmen. Ich guck schon mal nach Eisen. Was, ich kriege gerade nur Steinbruch. Kohlefelsen noch nicht. Ja, jetzt. Ja, wir brauchen unbedingt das gute Werkzeug. Da gibt es bestimmt mehr Kohle raus. Für dieses verstärkte Eisen. Vielleicht braucht man dafür Kohle oder so. Ich weiß es noch nicht. Dass man aus Eisenbahn und Kohle vielleicht verstärktes Eisen macht oder so. Ja. Kann gut möglich sein, weil ich habe doch diese Feuerschalenkäse gelernt und dafür braucht man Eisenverstärkung. Ich weiß aber noch nicht genau, wie man das herstellt oder wie das genau funktioniert. Ah, hier ist immer noch, es ruckelt aber auch, wie weit ich hier. Aber haben ja auch die Entwickler gesagt, dass sie jetzt an dem Performance ganz stark arbeiten. Ah, ich bin überladen. Ich habe so viel Fleisch. Das werde ich mal rausschmeißen. Das hier noch. Das und die Steine. So. Den Rest. Ne, den Rest nehmen wir mit. Das können wir brauchen. So, ich habe jetzt knapp 200 Steine. 200 Kohle. Ja, ich stelle gerade noch ein paar Pfeile her. Ja. Da scheint auch wieder ein ziemlich großer Stamm zu sein, wa? Hinten bauen wird auch bestimmt schwierig mit dem Bauen, weil du hast ja gar kein Holz hier großartig. Oh, das war ich. Der eine Ball. So. Wenn ihr wisst, wie man am besten, also mit welcher Waffe man am besten das Leder rausholt, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mir da immer noch ein bisschen unschlüssig, ob die Pike oder die Axt. Irgendwie ist das alles ein bisschen noch durcheinander. Wollen wir in die Richtung mal weitergehen? Wie weit haben wir uns jetzt machen, ja. Ach, wir sind schon ganz schön, wir sind schon fast in der Mitte von der Karte, ja? Hier müsste doch irgendwann bald ein Fluss kommen, so wie es aussieht. Ja, wenn wir jetzt so weitergehen. Na, dann gehen wir einfach mal weiter. Also, noch habe ich Wasser. Und gleich habe ich auch noch. Sehe ich da eine Spinne? Wo denn? Ach da. Ja, das ist eine Spinne. Da hinten, ja. Komm, wir erkunden einfach mal ein bisschen. Hörst du das? Was ja, aber was ist das? Ja. Das ist eine gute Frage. Guck mal. Ist das da die Stadt unter der Welt? Oh, Vorsicht, Spinne! Ja. Siehst du das auch? Ja, ja. Ich nehme gerade nur die Spinne auseinander hier. Ja. Ist das hier die Stadt unter der Welt oder? Hier kommen auch diese Geräusche her. Guck mal da unten! Was ist denn das? Ich denke mal, der ist für unser Levelbereich noch nichts, ne? Ja. Aber echt nice. Davon würde ich doch gerne mal einen Screenshot machen. Kann der sich nochmal drehen? Ich will da jetzt nicht unbedingt runterspringen.
Da rennen hier, muss von hier aus gucken. Da rennen auch noch andere komische Viecher rum, ja? Oh, was ist das? Ja. Das sieht aus wie Wölfe oder sowas. Ja, vielleicht eine. Vielleicht ist das auch die Mami. Soll ich einfach mal runterschießen? Könntest du mal ganz kurz von da weg? Okay. Also aber nicht jetzt runterspringen, nein. Ich versuche mal. So, machen wir einfach nochmal ein Bildchen. Das sieht schon geil aus. Ja, interessant. Hammer, Hammer. Das werden wir uns auch irgendwann mal angucken, sobald wir das Level dafür haben. Und auch die vernünftige Ausrüstung. Ich hab den getroffen! Was? Ja, ich hab den getroffen! Und jetzt? Oh, der ist sauer. Da ist auch noch ein Rhino da hinten. Ich sehe den gerade gar nicht. Ich hoffe, der kommt nicht hoch. Meinst du, der kann fliegen? Oder der kennt den Weg? Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Fluss, oder? Ja. Wenn mir jetzt also da, wo ich jetzt hingucke, wäre jetzt der direkte Weg. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich werde mir nur mal ganz kurz noch mal... Warte mal. Habe ich jetzt gar kein Fleisch? Doch, ich habe noch Fleisch. Ah, wollte gerade sagen. Ach, Fleisch habe ich noch. Aber Wasser könnte bald knapp werden. Deswegen ja. Ich hoffe, das ist auch Wasser. Das macht doch Geräusche, das Kieber. Oh, vom Feinsten. Oh! Du steckst du gerade? Ja. Ach da, ich sehe dich. Sag jetzt nicht, das ist eine tiefe Schlucht und da gibt's kein Wasser. Also Wasser gibt's, aber da müssten wir erstmal runterkommen. Alter, sieht er geil aus. Da ist ein Kroko. Ich denke mal, wir könnten hier runtergehen. Ja. Ah, das sieht schon echt geil aus. Und hier haben wir auch gleich noch mal Eisen. Da oben ist auch noch ein Stamm. Hier könnte man ja auch schön bauen, oder? Gibt ein bisschen wenig Holz, aber der Rest ist da. Ja, dann müsstest du lange farmen für Holz. Ja. Wollen wir gleich noch ein bisschen Eisen mitnehmen? Oder auf dem Rücktour? Na, ich klopfe jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen, denn ich bräuchte echt demnächst Wasser. Mein Wasserschlauch reicht vielleicht noch für ein, zweimal trinken. Boah, das Vieh schreit immer noch. Oder ist das was anderes? Denk an das Kroko. Kroko? Ach da. Na, noch hat es mich nicht gesehen. Ich würde jetzt mal schnell zum Wasser rennen, mal auf. Mich mal wieder. Zu spät. Ach ja, ich sehe es. Ja, ist nicht so wild. Also sowieso schon hinter mir hinterher. So viel Zeit haben wir noch. So, das sind zwei, ja. So, Kroko 1 ist tot. Itembogen. Oh, so. Wo ist das zweite? Ja, das war leicht daneben. Boah, hat mich so dolle verguckt. Ne, da ist es. Komm, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Alter, da hinten ist gleich das nächste. Aber egal, erstmal Wasser auffüllen. Ja, habe ich jetzt schon gemacht. Wir haben leider noch einen Happen Essen. So. Sieht schon echt geil aus, ja. Es hat schon was, ja? Ja, ich hoffe, wir finden auch wieder zurück. Ja. Hier unten gibt es jetzt keine besonderen Rohstoffe oder sowas, ne? Das also weiß ich nicht, so weit war ich noch nie. Ah, hier ist noch ein Kroko. Aber Krokos sind eigentlich jetzt keine große Gefahr mehr, würde ich sagen. So. Oh ja, es wird gerade dunkel. Ja. Da vorne ist uns auch noch ein Rhino. Ich würde jetzt einfach mal den Fluss hier weitergehen und gucken, ob wir den irgendwo wieder hochkommen. Warte mal, ich versuche gerade eine Fackel zu erstellen. Ich habe irgendwo habe ich auch eine Fackel. Den durchnehmen wir mal raus. So. Dann bräuchte ich nur bestimmt noch mal ein paar Pflanzen. Fasern. Haben wir hier noch was? Um die reparieren? Ja, zu reparieren. Hast du Kohle?
Ja. Kannst du mir 5 Kohle rausschmeißen? Na, aber sicher. Hast du irgendwas anderes Schönes? Ja, ich kann so eine langbrennende Fackel machen. Okay. So, so. Wunderbar. Ja, meine Fackel ist nämlich gleich kaputt. Willst du auch so eine? Brauchst du nochmal Kohle, wa? Ja, dann bräuchte ich nochmal Kohle. So. So. Warte. Ist doch alles kein Problem. So. Ich schmeiße mal hier noch ein bisschen Fleisch raus, nicht wundern. Juti, die deine liegt auf dem. Hier. Liegt auf dem Boden. Ah, alles klar. Das ist jetzt eine. Die hält jetzt länger, oder wie? Ich weiß nicht, ich habe so einer noch nie in der Hand gehalten. Okay. Ja, die sieht aber auch schon besser aus. Hm, also bildtechnisch sieht die jetzt genauso aus wie die andere. Oder machen wir deine an? Echt? Sieht die anders aus? Nee. Nee, alles gleich. Okay. Hier ist noch Kohleblock. Mitnehmen? Gut. Hier ist noch ein Rhino, das können wir auch noch mitnehmen. Ist das ein weißes? Ja. Warte mal kurz. Ja. Jetzt ist es aggressiv. Ich hab noch nichts gemacht. Dann warst du nah dran. Ja. Aber das sieht schon ganz gut. Sieht schon gut aus. Oh, das kommt bei mir ran. Er ist tot. Ui, ein fliegendes Rhino. So, dann bauen wir es doch gleich mal nochmal ab. Dicke Haut ist immer gut. Ich bin überladen. Okay. Das ist das Geil. Ich habe schon wieder 3 Trophäen gekriegt. Ja, die so viel brauchen wir ja nicht davon. Nee, ich schmeiß die jetzt auch mal weg. Ich schmeiß auch mal den das Fleisch weg. Das exotische Fleisch würde ich jetzt einfach mal. Das hier hauen wir mal weg. Und das exotische würde ich jetzt einfach mal aufheben. Ich bin jetzt aber auch schon. Doch, schon ziemlich gut überladen. Ich muss so mit immer ein bisschen Belastungsgehen. Wie wär's denn du noch frei? Ich habe ja noch ein paar Steine für Pfeile dabei. Ja. Also ich habe jetzt 80 Cent. Hm, okay. Ui, das war doch mein schöner Kampf. Nicht einmal getroffen vom Goku. Aber ich hätte gesagt, wir konzentrieren uns ein bisschen mehr auf Eisen anstatt auf Kohle. Ja. Na, hier gibt es nur leider gerade kein Eisen. Wo sind wir gerade von der Karte her? Da kommt gleich diese Mündung. Und wenn wir links lang gehen würden, dann könnten wir wieder zum Anfangsgebiet, so wie es aussieht. Ja, aber ich glaube, wir finden dann nicht mehr so viel Eisen. Nee. Aber ich weiß, es ist noch nicht zu weit nach Norden, weil da sollen es ja ziemlich große Viecher geben. Oder Stark jedenfalls. Aua! Wo es eigentlich hier noch geht, ja, in der Mitte. Hier, lass uns mal hier hoch gucken. Ja. Oh, oh, zurück, zurück, zurück. Warum, warum, was siehst du? Zurück. Oh, was ist denn das? Ja, doch. Wo steckst du gerade? Ach da. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Ja. Jetzt will ich mir die Viecher mal angucken. Ach, das mein. Problem ist, wir wissen nicht, was die. Da ist noch ein Rhino. Ja, na gut, das Rhino interessiert mich gerade nicht so wirklich, aber. Komm, wenigstens mal ein Screenshot. Nur ein Screenshot. So, hab ich. 3 Stück. Oh oh. Es kommt. Oh, oh. Los, lass uns abholen. Oh oh. Ich hab Eisen entdeckt. ja. es ist weg. Okay. Kein Volk ist uns nicht. Ich hab auch noch einen Screenshot gemacht. ja, dann lass uns noch ein bisschen Eisen mitnehmen.
waren das gewesen? Wie sah das aus, das Vieh? Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Es war ja wie denn, ja. Ein dünnes Nashorn mit drei Hörnern. Mit drei Hörnern, ja. Ein Dreihorn. ich bin überladen. Droppen. Also ich kann jetzt nichts mehr tragen. Ich habe echt sämtlichen Schnicke-Schnacke in der Inventar. Oh, also, Coco. Ja, mal eine andere Sache. Ist das da eine Hand? Was habe ich? Ja, warte, wir machen mal Coco hier weg. So, weg, du, Pi. Guck mal hierher. Ach du Gott. Ja. Oh, ich bin heute ein Fotograf, ich muss überall Bilder machen. das sieht ja echt geil aus hier hinten. Also hier würde ich auch gerne irgendwo einen Außenposten errichten. Ja, ja, das wäre irgendwo hier eigentlich ganz gut. Kleine, so eine ganz kleine Base, keine Ahnung. Und wenn es nur für Metallform ist oder sowas. Ja. Da vorne ist auch noch Metall. Hast du noch Platz? Oder? Ja, ich versuch's. Okay. Hier vorne kommen auch wieder diese Kreaturen hier, die wir auch bei uns in der Nähe haben. Also jetzt könnte es wieder ungefährlicher werden. Guck mal, ich könnte auch hier hochgehen auf diese Hand. Oh, da denk daran, da oben sieht aus wie ein NPC-Stamm, ne? Ja, ich hab schon gesehen. Aber ich bin auf der Hand. Und ich habe hier oben auch ziemlich viel Eisen gefunden. Ich bin auf dem okay. Finger. Ich bin auf dem Finger. Oh. Tatsache! Das sieht doch mal genial aus. Ich muss mal ganz kurz in den Einstellungen. Und zwar kann man doch dieses vertikale Sichtfeld erweitern. Zurück. Weiterspielen. Okay. Hat er gerade irgendwie nicht übernommen? Nö. Na gut. Oh oh. Aber ich mache jetzt noch mal ein Bild. So. Ich glaube, da ist ein dunkles Rhino. Ich sehe dich. Also wenn du runterkommst, sei vorsichtig. Ist vielleicht doch einer runtergefallen schon? Ja. Ich weiß nicht, kann ich hier im Wasser springen? Also das ist nicht so tief, dass du schwimmen kannst. Okay, na gut, dann komme ich runtergelaufen. Ist vielleicht doch sicherer. Aber denk dran, dass irgendwo ein Rhino da bei dir da unten. Ja, ich sehe es. Ja, da komme ich dran vorbei. Hui! Wo steckst du gerade? Hier, genau gegenüber. Ach da. Hier ist gerade ziemlich viel los. Ja, ich sehe schon. Wo sind wir überhaupt? Wollen wir... Wenn wir jetzt quasi hier lang gehen würden, müssten wir doch eigentlich mal wieder nach Hause kommen, oder? Ja, ganz genau. Wir müssten dann irgendwann nach links abbiegen, dann können wir direkt geradeaus laufen. Hier könnte man hochgehen. Ja, dann machen wir gleich hier. Irgendwas stampft hier. Oder was ist das? Rechts von uns. Ach da. Oh. Hier ist noch mal Kohle und... Oh, guck mal hier, die legendären fliegenden Steine. Und eine Hygiene. Und ich habe noch mal Eisen gefunden. Okay. Da hinten ist noch ziemlich viel, ja? Ja. Da vorne ist auch ein Stamm. Aber... Ich würde sagen, die Rücktour... Zeigen wir euch beim nächsten Mal. Ob wir heil nach Hause kommen oder auch nicht, das seht ihr, wenn das Licht angeht. Ah, das war jetzt doof, okay. Juti, alles klar, denn wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.